Hallo meine Pokéfreunde, Pokénenten, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Blau. Wir sind hier in der dunkelsten Höhle der Höhlen in Pokémon Blau stehen geblieben und müssen uns durchschlagen. Und das ist ein Gegner, in den ich reingelaufen bin. Mein Pokémon wird dich das Fürchten lehren. Nee, eigentlich nicht. Und falls ihr euch wundert, wieso blinkt alles, mein Pokémon ist vergiftet, ich habe kein Gegengift gekauft. Nice. Ein kleiner Stein, den werden wir merken. Easy, das war's. Das war der Wanderer. Keine Herausforderung. Ich gebe auf, du bist besser. Gut, dass du das siehst. Einsiehst. Klasse Treppe. Ja. Okay, wir kommen immer weiter. Ich gehe mal links rein. Aber ich glaube, es ist eh wurscht, wo wir lang gehen, glaube ich. Okay, rechts wäre vielleicht schneller gewesen, kann das sein? Schutz wirklich mehr. Oh nee, komm schon. Ich brauche Schutz. Mein letzter Schutz. Mist. Oh, da ist noch ein Gegner. Wo? Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ich nehme das alles übrigens vorauf. Deshalb kann ich ja nicht irgendwelche Kommentare beantworten, vorlesen, whatever. Aber das ist die letzte Folge, die ich voraufnehme. Das ist Folge 16 sollte das sein. Ja, doch. Also von 11 bis 16 nehme ich gerade noch ganze Zeit vorauf. Dann habe ich auch Kommentare ein bisschen lesen. Oder. Obwohl, ich werde, glaube ich, ein bisschen noch mehr voll. Was ist denn das? Oh Gott. Ich mache mir einen kleinen Cut. Und was ist denn? Ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, ich habe gerade richtig, richtig Fun auf Pokémon. Also richtig viel Bock. Georock, nice. Wie sieht's denn aus? Okay. Einfach, ich weiß auch nicht wieso. Ich habe gerade richtig Bock, das einfach durchzusuchten. Und ja, mache ich jetzt auch gerade. Ich gebe auf. Tu das. Lass mich hier durch. Danke. Wir sind schon fast am Ende, Leute. Nicht mehr lange. Unser Pokémon wird sterben, warte. Wie viele Leben hat es noch? Welches war das denn? Patex war das, naja. Patex hat noch ein paar Leben, kommen. Was? Wanderer nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Das war die geilste Stimme. Ach so, das war sogar... LOL, das war zufällig eine Mädchenstimme, die ich gemacht habe. Und es ist wirklich ein Mädchen. LOL. Pummelum, oh, wie süß das aussieht. Was? Attacke blockiert? Oh nein. Tschüss. Nice. Level 26, Satze. Und Kröte, noch nicht ganz. Ein Taubsi, das wrecken wir mal eben. Nice. Easy. Und noch ein Mauzi. Da kommt das Grütze, macht ihr alle fertig. Bam. Easy. Pfadfinder. Achso, sorry. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, das hast du. Ja, okay, hier ist lang. Da, wo die Trainer sind, glaubt, geht's meistens lang. Haha, kannst du mich besiegen? Ja, also zumindest versuche ich's. Zumindest versuche ich's. Drei Pokémon mal wieder, ja, der Standardkram. Ich kämpfe jetzt mal nur mit Kröte. Weil Kröte soll ja. Soll ja sich endlich mal entwickeln. Deshalb, ja. Level 21, 31. Ich kann einfach gar nicht mehr reden. Was ist das mit mir? Panzerschutz. Zieh mal her, du. Panzerschutz ist natürlich. Komm, Tackle ist eh nutzlos. Brauchen wir nicht. Machen wir nicht. Nein. Mike besiegt Wanderer. Hups, das war zu viel des Guten. Ja, das war's. Dann werden wir eben die Attacken tauschen. Von Skrutte. Status. Geht das nicht? Kann man das nicht tauschen irgendwie? Ah nee, es geht nur in-game, kann das sein? Oder geht das gar nicht? Die Attacken tauschen? Also wechseln die Reihenfolge von Attacken. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wie lange ist denn dieser Tunnel? Das ist ein Gegner irgendwo. Huch! Komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Ja, okay, wahrscheinlich habe ich diese Mischung nur gemacht, weil ich diese Musik gehört habe. Weil die immer von den Teenagern ist. Ein Kofenser. Kofenser haben wir. Patex! Patex mal wieder. Ach, schon so. Giftet. Ja. Oh Gott, das war Schneien! Ah, war klar. RIP, Patex! Du bist ja der RIP, tut mir leid.
Ich hätte dich auch mal offscreen vielleicht ein bisschen trainieren können. Aber... Schnitzer. Pipi, ja komm, ich möchte Sherlock endlich mal entwickeln. Killis! Achso, fuck, ich dumm. Warte, ich probier's mal aus, ob das geht. Es geht, okay. Come on. Oh Gott! Nein, was mache ich denn? Nein! Was mache ich denn? Oh, ich lebe noch! Wäre es Kröte down, hätte ich so gut wie keine Chance mehr gehabt zu gewinnen. Weil Kröte ist unser bestes Pokémon. Oh mein Gott, wach doch auf! Was ist denn los? Wach doch auf! Geht doch! Jetzt bis! Bam! Boah, Alter, ich habe schon wieder alles gehabt. Es war zu dunkel. Stimmt, wie kämpfen wir eigentlich? Es ist so dunkel. Oh, wie viele Trainer denn noch? Es reicht. Du, Leertaste, 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 besitzt Pokémon. Lass uns kämpfen. Dieser Text hat wahrscheinlich schon 5 Trainern vor dir gehabt. Aber naja. Ein Taubsi wird eben zerstückelt. Nein, ich möchte nicht wechseln. Einfach wrecken. So easy. Die Kämpfe sind so easy. Die sterben. Geht doch. Du bist ein harter Brocken. Kampf dauert wahrscheinlich normalerweise viel, viel länger, aber... Alter, ich skippe einfach alles, Diggi. Ich gehe mal hier lang. Ja, hier ist es richtig, glaube ich. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Jetzt am Ende komme ich irgendwo ganz anders raus und dann bin ich richtig getriggert. Pfadfinderin will kämpfen. Ein Mozi. Skrutte, möchtest du mal wieder kämpfen? Ja, okay. Der Mirabla! Ja, komm, tauschen wir mal. Mit Palsander! Schlitze. Was? Nein! Shoot! Nein! Los! Ich kann nicht mehr steuern jetzt! Was war denn das? Was war denn da jetzt das Problem? Jetzt geh sterben! Sander Level 24! Das ist toll! Easy! Meine Pokémon wurden besiegt! Hä? Wir hätten jetzt Gift. Ach, Sander hat Gift? Ach so. Was ist das denn hier? Felstunnel. Zunnel City Lavandia. Oh. Schutz wirklich mal. Okay, aber da unten ist das Ziel, glaube ich. Nein. Was ist das jetzt? Kleinstein. Niemand will das Kleinstein. Geh weg. Es ist das Ziel. Es ist das Ziel. Wir sind... Leute, wir sind ohne Blitz. Ich weiß nicht, wo man Blitz bekommt. Aber wir sind einfach ohne durchgekommen. Ich habe keine Items aufgesammelt, aber juckt uns nicht. Ich fühle mich vom vielen Wandern erschöpft. Ach, willst du kämpfen? Okay. Gleich, wenn wir dann in der Stadt sind. Pass auf, das ist die gruseligste Stadt in der Welt. Auf der Welt. Die Musik könnte manchen von euch ein bisschen beängstigen. Also passt lieber auf. Mir hat die manchmal früher Angst gemacht. Ich bin immer so schnell wie möglich von der Stadt weggegangen, weil die mir Angst gemacht hat über sie. Mist, kein AP mehr. Das ist natürlich schlecht. Ein Taboga, oh. Easy. Ich bin nicht fit. Ja. Fettsonne. Was ist das hier? Mike für die Top-Aider. Alles klar. Nice. Habe ich mal eben übersprungen, den Sound. Brauchen wir jetzt nicht. Hallo. So. Ha, 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 ha. Okay. Was möchtest du denn? Worüber lässt du denn? Fragen wir lieber so. Kleinstein. Stimmt, ja. Skröte, komm. Skröte. Das war's. Was? Oh Gott, ich hab's ja gar nicht gemütet. Oh nein. Hat der gerade wirklich. Was hat er denn gerade eingesetzt? Oh, der wird in das Finale oder sowas eingesetzt. Tut mir leid, dass ich das übersprungen hab. Tut echt leid. Oh nein. Nein. Schusch. Ist nicht gut. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein ernstes Problem. Giftpuder. Ist getroffen? Ja, nice. Ist jetzt vergiftet. Und Stachelspore. Es gibt schon zu viel. Komm, Stachelspore. Ach, es hat keine Wirkung, okay. Zerschneider. Das war sehr schwach, aber naja, wir haben ja nichts anderes. Komm, wir machen jetzt unspeeden. Schneider.
wenn wir es schaffen, Leute. Das beim nächsten Mal von Galileo Mysteries. Spaß. Oder soll ich sagen, Galileo Mysteries? Mag der Mann nicht witzig. Aber irgendwie macht der Schneider überraschend viel Schaden. Bei Onyx, meine ich jetzt. Das ist komisch. Normal Attacke bei Gestein, dass es so viel Schaden macht. Hätte ich nicht gedacht, geh jetzt nicht sterben, du dummes Onyx-Viech. Jetzt ist es tot. Bim! Da könnten wir. Nee, natürlich. Nein, nein! Oh, wir haben's geschafft. Glaube ich. Oder hat er noch einen Pokémon? Ich glaube nicht. Hoffentlich. Nein, okay. Komm, wir wollen die Stadt. Ha, ha! Ha, ha, ha! Schie! Warte, war das so? Das war ha, ha! So ein Hachi-Hals. Letzter Trainer, dann sind wir gleich unten, hoffe ich. Oh, die Bergluft ist so wunderbar, erfrischend. Na, geht nicht wirklich. Ich weiß nicht, wann dieses Video vor Ort kommt, weil ich nehme ja alles, wie gesagt, vor. Onyx, oh mein Gott, stimmt. Jetzt sind wir gerackt, das war's jetzt, glaube ich. Giftpuder hat keine... Wie, es hat keine Wirkung? Giftpuder! Achso, war gegen daneben oder wie? Ja, ich war. Wut! Wir leben! Trigger! Wir triggern ihn! Bam! Wieder voll leben! Okay, das ist Abfuck, aber naja. So ist es halt im Leben. Man wird oft verarscht und es ist im Fehler. Wir müssen sehr schneller. Das ist eventuell die letzte Folge, die ich aufnehme. Ich kann ja eigentlich jetzt Edda noch benutzen. Obwohl, das wäre Verschwendung, glaube ich. Wir können zwar wieder Rankenhieb einsetzen, aber es wäre schon eine Verschwendung, finde ich. Sollten wir lieber nicht tun. Verschwendung will ich nämlich nicht. Das ist nicht gut. Komm, ich bin vor, das ist langweilig. Satz in der 27, verdient. Was? Neun Pokémon? Nein! Nein, ne? Oh nein! Oh Gott! Ja, Klaas war daneben. Jetzt geht's. Oh ja, Volltreffer natürlich auch noch. Oh ne, kein Volltreffer sogar. Komm, mach Rollo! Oh, wie hässlich das von hinten aussieht, ey. Karateschlag! Zerstör's! Ja! Juhu! Als ob Rolle es wirklich schafft. Nein, nee, ist nicht. Okay. Sander ist fast besiegt. Unvergiftet. Aber der Gegner ist auch fast besiegt. Das schaffst du. Ich mach lieber Schlitzer. Zur Sicherheit. Bam, komm! Ja, Volltreffer, danke! Die Attacke ist nicht effektiv, aber ist mir egal, wir haben es geschafft und dann Level 25 erreicht. Nice. Ich kann wieder klar denken. Weil ich die besiegt habe, oder? Wieso? Oh nein! Das ist noch ein Trainer, den besiegen wir gleich, okay? Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Ich hab wenige Treter. Wenige. Okay, passt auf, Leute, jetzt kommt die gruselige Musik. Ich muss eben schauen, ob ich mich bewegen kann. Ja, ich kann, okay. Hör mal her. Jetzt. Ja, gleich hören die ganze Musik. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, ins Pokémon Center. Ja, bitte heil mich. Thank God. Ich bin geheilt. Hey, der Typ hat sich ja in so einer Wanne getraut hier links. Sieht ihr denn? Oh, was ist ja alles traut hier? Dann tue ich aber mal eben das Pokémon in die PC ablegen. Und der Rollo ist ja nicht im Team. Was habt ihr zu sagen? Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Ja. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Tragosso vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Okay. Hey du! Hey. Ich habe hier mal eine traurige Geschichte für dich. Okay, hau raus. Tragosso tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Oh. Das heißt,
Die Masken von Tragossos werden abgenommen und verkauft. Ja, leider. Okay, das ist nicht sehr schön. Aber jetzt können wir wieder speichern. Yeah, Spaß. Ja, wir müssen in der Stadt leider bleiben, denn da gibt es ein bestimmtes Item, was wir da bekommen. Hören uns mal die ganze Musik an. Während ich mit den Leuten rede. Geister spuken in den Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Team Rocket tötet Pokémon? Was? Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Ich fand die früher richtig gruselig. Heutzutage, ich kann da einfach ein bisschen mit so irgendwie. Glaubst du an Geister? Ich glaube an Hunde, die ganze Bellen. Nein. Ja, ich glaube an Geister. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Hättest du gesagt, wenn ich Nein gesagt hätte? Hahaha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Was? Dazu gibt es eine kleine Story. Ich mache mal eben einen kleinen Kette, dann erzähle ich die euch. Und zwar ist die Story, es gibt so ein Anime, das soll halt in Pokémon Rot und so, nein, ich gehe mal in den Markt, damit man die Musik nicht mehr hört, das stört so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie das hieß, irgendwie Pokémon Origins oder so, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall gab es da Rot und alles, also das soll halt an dieses Spiel hier erinnern. Und da gab es so eine Szene, da gab es so eine Frau, die hat genau das gleiche erzählt, hat, glaubst du, ein Geister, da hat Rot gesagt, nein. Und dann, als er mit der weißen Hand angesprochen hat, war auf einmal eine weiße Hand hinter ihm. Und dann, als er sich umgedreht hat, war sie davon weg. Ich weiß nicht genau, wann die weiße Hand da war, aber da war auf jeden Fall eine weiße Hand auf der Schulter. Das ist ein geiles Easter Egg, was man da gemacht hat, finde ich. Ich rede irgendwie gar nicht mehr mit den Leuten hier, ne? Ich mach das mal wieder. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegte Pokémon wieder zur Kraft geben. Nice, das gibt's ja endlich. Oder? Bitte. Ja, Beleber. Endlich ein paar Tränke muss ich kaufen. Ich komme mit 6 oder so. Wir haben jetzt richtig viel Geld. Ich komme mit direkt 10, Alter. Easy, ich hab Geld. Money Boy. Am Start. Superball. Oh, Superball. Superbälle kaufe ich natürlich auch gerne. Yeah, yeah, yeah. Superschutz. Nice. 5-mal. Wir verschwenden gerade unser ganzes Geld, naja. Gegengift 3-mal. Dann Feuerheiler brauchen wir nicht. Nee. Gut. Ah nee, warte, ich will noch was Item verkaufen. Ich möchte auch unser Nugget endlich mal verkaufen. Wurde ich ja aufmerksam drauf gemacht. 5000! Cool. Das haben wir dann wieder in der Tasche. Hier gibt es zwei Häuser. In den Häusern. Hier ist einmal so ein Haus. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Tragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Wow. Tragosso muss hier echt... Oh, das ist das normale Tragosso. Oh. Ich empfehle euch, dieses Pokémon Origins zu schauen. Das ist sehr cool. Nur lass uns die Spoiler von meinem Let's Play. Eine Karte! Hier sind wir. Und wir müssen... Oh nein. Schnell. Bevor ich noch irgendwas zu viel Spoiler. Wir müssen hier hin. Saffronia City. Das ist links von uns. Da können wir hin. Ich weiß nicht genau, oder? Was ist denn da unten die Stadt? Schnell, ich will nicht spoilern. Da unten. Oh, rein ist. Ach so! Stimmt! Ich glaube, von hier nach links hier, nach Saffronia City. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Sollte aber so sein. Okay. Boah, die Musik, die ist richtig creepy. Völlig schon gleich wieder zu Ende, wow. Nächste Folge gehen wir dann in den Pokémon-Turm und werden ihn abschießen. Hoffentlich. Ah, die Musik ist anders. Ach! Ich weiß, wer das ist. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Sie ändern? Komm mal, wenn du willst. Der verändert die Spitznamen, falls man unzufrieden ist mit eurem Spitznamen. Ja. Die Musik ist natürlich wieder happy da drin. Finde ich toll. Lavandia, Pokémon-Haus. Oder Lavandia, wie die Leute sagen. Pokémon-Haus haben wir hier. Hallo. Nino. Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Okay. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um
ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Okay, bist du ein netter Typ. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin der wohl gegangen ist? Ich weiß es schon, aber ich sag's noch niemandem. Gruselstadt Lavandia. Die edle violette Stadt. Eigentlich ist sie violett, aber es hat keine Farbe, also ist sie nicht violett. Und dann werde ich eben heilen gehen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr links klicken für die nächste Folge und rechts kommt ihr zur Playlist. Oben könnt ihr übrigens auch noch auf meinen Kanal kommen, könnt ihr gerne abonnieren. Und Glocke natürlich aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, Leute, wenn es euch gefallen hat. Ne, das habe ich gerade gesagt. Haut rein, Leute, tschüss!